So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stimmi. Und zwar habe ich heute für euch die Lego Ninjago Zeitschrift, Ausgabe Nummer 41. Und zwar hier mit der Limi LE12. Ja. Gefährlicher Darth Maul. Und dann haben wir hier noch ein Lego-Menschen drin, Talon. Dann haben wir noch einen Booster von Lego Star Wars und die Zeitschrift natürlich. Und das Ganze kommt nach dem Intro. Ja, und zwar kostet die Zeitschrift 3,99. Steht hier oben. Da. 3,99. Dann steht hier noch mit Lego extra Drachenjäger Talon mit cooler Ausrüstung. Jo, ich denke mal, wir öffnen das jetzt mal. Wir nehmen das hier mal aus dem. Ich schaue, ob wir es gut aufbekommen oder ob ich die Schere. Aha. Also brauchen wir keine Schere. Sehr gut. So, da haben wir die Zeitschrift, der Booster noch, was hier auf Seite. So, nehmen wir den Booster, den heben wir uns bis zum Schluss auf. Dann legen wir mal hier auf diese Seite hier, irgendwo hier oben ins Eck. Dann machen wir das hier mal ab. Kleber hier abzumachen. Also ich hätte beinahe hier die Zeitschrift verpasst, weil ich wusste nicht, dass hier ein Limit drin ist. Aber durch Stöbern in meinem Fachhandel oder Zeitschriftenfachhandel bin ich doch da drauf gekommen und ja, hab's mir direkt geholt. Es wird noch die Hashtag Boom kommen. Da wo Ben Masterful und ja, die anderen alle da drin sind. Da ist ja noch eine Wasserpistole dabei bei der Hashtag Boom. Ja. Nee. Das ist zum Teil ab. Okay. So. Ich versuche mal die Limi hier noch abzubekommen. So, mal zu drehen. Ich habe hier noch eine Kleber an der Hand. Diese versuchen wir mal zu drehen. Und scheint gut zu gehen. Kurz eine Karte hier abbekommen. Einwandfrei hier. Keine Rückstände mehr. Aber ich habe gesehen, die Karte, die ist schon ein bisschen gebogen. Ein bisschen so zeige ich euch später noch mal. So, gehen wir erstmal hier auf die Zeitschrift ein. Ich muss das hier noch ein bisschen weiter weg machen. So, weil ich möchte euch ja die ganze Zeitschrift hier zeigen. So, haben wir einen Exklusivcomic. Da haben wir Geheimnisse der Drachengrube, dann hier oben dein Extra, das ist ja das Lego-Männchen, dann die Limi natürlich. Jo. Gehen wir mal auf die erste Seite, hier wird Werbung gemacht für die Lego Star Wars Trading Card Serie, die ich richtig nice finde. Jetzt hätte ich mal die das Heft hier glaube ich nicht geholt. So, Welten in zwei Welten. Dann zwei starke Poster, Kombi, Auge des Drachen. Finde das Auge des Drachen. So, dann gehen wir mal auf die nächste Seite hier. Ninja Post. Gefangen im Schurkenlager. Die Sage der. Und
nicht aufgeben. Ja. Läuft. Dann hier Warnung. Meisterliche Weisheiten. Unten. Dann haben wir hier ein Labyrinth wieder. So, hatten wir glaube ich auch eine andere Zeitschrift noch gehabt. So, dann haben wir einen Comic. Rein raus. Rein und raus. Gehen wir mal weiter. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr euch das Heft selbst kaufen. So, was gibt's hier? Inhalte hochladen ins neue Lego Nexonites Magazin. Lustkindliche Wache. Aber da ist ja glaube ich kein. Aber hier ist ein Booster wieder drin von Lego Star Wars. Plus Mega Bonus extra Robin oder Clay. Ab 4. September im Handel. Okay. Hier geht's auch weiter mit dem Comic, hier auch. Dann haben wir hier wieder ein Rätsel oder wie man das auch nennen kann. Mission. Dann haben wir hier Talon. Das Lego-Männchen, wo wir hier drin haben. Hier sieht man, wie man aufbaut. Aber dazu kommen wir erst später. Dann haben wir hier Ninja bis Drachenjäger. Versus Drachenjäger. Hier haben wir schon mal die ein Teil vom Poster. Hier auch. Ein ganzes Poster sieht man hier. Kommen wir es ganz drauf hier? So. Halt nur jetzt in diese Richtung. Dann haben wir hier die andere Hälfte von dem Poster. So, hier kann man ein Abo abschließen. Dann zwei Welten, eine Mission. Ja. Dann kommen wir weiter. Hier ist der zweite Teil vom Comic. Hier geht's nochmal weiter. Hier geht's weiter. Stürme die Festung, befreie den Drachen. Ich glaube, das hier ist so ein Lego-Set oder sowas. 1660 Lego-Teile, ja, das ist ein Set. Steht auch drauf, was das ungefähr kostet für jemanden. Nö. Also, wenn ihr das kaufen möchtet, müsst ihr in eurem Spielzeugladen schauen. Hier das auch, glaube ich. Mission 2 von 2 steht hier oben. Dann haben wir wieder, na, hier ist Fanpost. Dann haben wir hier, für das nächste Heft. Da ist leider diesmal keine Limi drin. Mehr Lego Action. Lego Jurassic World jetzt erhältlich. Dann haben wir hier Lego Nexonites ab 4.9. erhältlich und Lego Star Wars Nummer 40 ab 8.9. erhältlich. Und da ist dann auch wieder eine Limi drin. Dann gibt es wieder in der nächsten Zeitschrift einen Exklusivcomic. Hier sieht man noch die Lösung von den Rätsels, hier von dem wo man durch das Labyrinth muss. So, hier gibt's ein neues Heft, Lego Jurassic World. Okay. Und dann hier noch ein paar Sets von Lego Ninjago. Ja. So, das war das Heft. Ich will euch das noch ein bisschen hier im Bild behalten. So. So, dann zeige ich euch nochmal die Limi.
die noch ein bisschen verborgen ist. Ich glaube, ich werde mir die noch ein bisschen in ein Buch legen. So, ich hoffe, man kann alles sehen. So, die ganzen Werte hier. Ups. Ich muss sie so halten wahrscheinlich. Na. So, genau. Könnt ihr die Werte auch sehen? So, dann kommen wir zu dem Booster am besten und am Schluss das Mannequin. Ich werde auch das Mannequin und die Limi nochmal auf ein drehendes Tablett machen. Und am Schluss des Videos könnt ihr das nochmal schön sehen. So, auf dem Boden. Zack. Schauen wir mal, ob wir hier was Gutes drin haben. Das hier alles so. Okay. Hier haben wir gefürchteter Jango Fett. Tatooine. Gucken, ob wir das überhaupt lesen können. Wartet mal. Na, bin ich dumm? Muss ich, glaube ich, hier mehr rein. Ach, guck mal hier. Luke Skywalker wuchs auf dem Wüstenplaneten auf. Dort lebten auch viele Diebe und Gangster wie Jabba der Hutte. Hutte? Okay. Aber es ist nicht unser Skywalker. So cool ist der nicht. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte. Na, willst du? Ach, warum tut sich das hier nicht richtig? Ah, jetzt B-Wing. Fahrzeugkarte. Dann haben wir hier Kamorianische Wache. Und der sieht eher aus wie Sky. Also unser Sky, wo wir alle kennen. Dann haben wir hier Coleman Drehbohr. So, das war die letzte Karte hier. So, dann kommen wir hier zu dem Mannequin jetzt. Den bauen wir hier noch schnell auf. Mal schauen, ob wir da das auch zusammengebaut kriegen, ohne auf die Aufbauanleitung zu schauen. Nach, geh auf. Boah, geht ziemlich schwer. Jetzt pappen meine Hände. Oh, jetzt auch nochmal zugeklebt. So. Ach, hier sind noch ein Haufen Teile. Okay. So, ich glaube, ich brauche doch die Anleitung. Sieht ein bisschen komisch aus. Mal kurz schauen, wo das war. Ah, hier. Doch, haben wir es doch. So, 1, 2. Ich denke mal, das hier kommt hier drauf. Zack. Dann brauchen wir das hier. Das Teil hier. Kommt dann hier so drauf. Da. Dann haben wir Nummer 3. Das ist, glaube ich, so ein Teil hier. Das kommt dann so rum, das muss ich dann hier so reinklipsen. Da ist das zweite davon. Das muss ich dann hier wahrscheinlich reinklipsen. So. Das war, glaube ich, der Rucksack hier, oder was das ist. So, dann
haben wir das schon mal. Dann haben wir hier das Mannequin jetzt, das Oberteil. Das stecken wir jetzt mal auf das Unterteil hier. Also auf die Beine. Der Unterkörper auf den Oberkörper. So sieht es jetzt ohne Kopf aus. Ja. Nee, nicht. So. Dann kommt der Rucksack hier so über den Körper hier, also über den Hals oder wie man das auch immer nennt. Dann holen wir uns den Kopf. Und gibt's diesmal nur auf einer Seite das Gesicht. Das ist gut. Das sieht jetzt zum Teil aufgebaut aus. So. Sehe nix. Dann kommt hier irgendwie, irgendwie so eine Afro-Frisur oder was der hat hier. Yeah. Sieht doch gangstermäßiger aus. So, dann haben wir hier die Pistole. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie das hier funktioniert. Mal kurz das Zeitschrift näher holen hier, wie das funktioniert. Also mit der Auskerbung hier nach vorne. Okay. So, dann das Orangene, glaube ich, hier. Oder was ist das? Hier rum, ich glaube so rum. Dann kommt ich glaube das hier, das schwarze hier, kommt so rum, glaube ich. Yep. Und hier habe ich glaube ich noch irgendwas vergessen. So rum ist es. Kommt nämlich hier auf die Seite das hier drauf. Seht ihr jetzt natürlich nicht so viel, aber ich mache es ja nachher noch. Ah, kann man schön drehen hier. Dann kommt das Teil hier, also die Kette. Der Anker. Ah, das ist eine Puppelei. Schauen wir mal, was ich hinbekomme. Ah, okay, das hält schon mal. Dann kommt das hier, hier vorne drauf. Ah. So. Geben wir das hier mal irgendwie in die Hand. Und jetzt muss der Anker oder was das hier ist, irgendwie hier rein. Und jetzt, wenn man das hier so drücken tut, also hier das Graue hier, sollte eigentlich das rausflutschen. Passt auch. Sehr schön. Jo. Am Ende des Videos seht ihr dann alles schön in nächster Nähe. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, lasst ein Like da und falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr auch kostenlos ein Abo da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.